Hallo Mona. Oh, hi Peppa. Ich schaue gerade euer Video von gestern. Wo ist denn Harald? Sehr schön. Ja, heute dreht sich alles um das Thema Automatisierung. Harald ist gerade auf dem Weg nach Hamburg und schaut sich da das automatisierte Containerchassis an. Oh. Und genau da bin ich jetzt gerade angekommen. Wäre es nicht eine großartige Idee, wenn dieses zeitraubende Prozedere automatisiert werden könnte? Wir Fahrer würden deutlich entlastet und könnten jede Menge Zeit sparen. Klingt ein bisschen nach Zukunftsmusik, aber ist de facto schon Realität. Und wurde realisiert durch eine Kooperation von Krone und AUKOS. AUKOS steht für Automatic Coupling System und besteht im Kern aus Licht- und Luftkontaktringen, die durch den Königszapfen geführt werden. Der Strom fließt durch die Kupferringe und beide Luftkreisläufe, also gelb und rot, durch den Zentralkanal und den äußeren Ringkanal. Und alle Teilnehmer finden ihr Pendant in der Sattelkupplung selbst. Selbstverständlich kannst du das automatische Aufsattelsystem auch an deiner Sattelzugmaschine nachrüsten lassen. Technisch kein Problem, aber Achtung, bis dato fehlt noch die Straßenzulassung. Sie wird zeitnah kommen, aber bis dahin ist also nur der Betrieb auf nicht öffentlichem Gelände erlaubt. Auch mit der Automatisierung des Containerchassis sind Krone und AUKOS schon auf der Zielgeraden. Mein nächster Auftrag ist ein 40-Fuß-Container. Und um dafür mein Chassis vorzubereiten, braucht es aber kein schweißtreibendes Handling. Dazu reicht ein Knopfdruck auf meiner Fernbedienung. Okay, Optimus Prime, es soll ein 40er werden. Und die Basis bildet die neue Container-Chassis-Generation. Hallo Colin. Hallo Mona. Das ist unser TU45-2 mit Front- und Heckausschub für 20 bis 45 Fuß-Container. Das Chassis vereint gleich drei Dinge zur optimalen Lastverteilung. Erstens das patentierte Traction-Heck für mehr Antriebsachslast bei 20 Fuß heckbündig. Zweitens das niedrige Leergewicht in Kombination führt dazu, dass man 2 Tonnen mehr Nutzlast nutzen kann. Und dadurch, dass das Chassis auch einen kürzeren Radstand von 7470 mm hat, können bei 2-Achs-Sattelzugmaschinen schwere 40 und 45 Fuß Container gefahren werden, ohne dass die Antriebsachse überlastet wird. In Deutschland ist es zum Beispiel so, wenn die Aggregatlast um 5% überschritten wird, bedeutet das schon für Fahrer und Halter Strafzahlungen und Punkte. Was ist denn dein persönliches Highlight an der neuen Generation? Dass wir diese Generation jetzt auch mit Tankcontainerfreigabe anbieten können. Optional auch für Swap-Tankcontainer. Das erhöht die Flexibilität für den Transportunternehmer und spart schlussendlich auch Kosten. Und wie beißen sie heute? Mona, so überhaupt gar nichts. Sascha, ich bräuchte vielleicht mal die Hilfe von einem deiner Schweißroboter. Na, ich hoffe, die arbeiten präziser als Harald. Ja, mit der Performance von Harald hätten wir ein echtes Problem. Also die Roboter bei uns, die können sehr präzise arbeiten. Sie übernehmen Schweißaufgaben, Teilehandling, können sehr gute Qualität produzieren und das immer wiederkehrend. Alles Effekte und Attribute, die wir bei Harald vielleicht nicht so stark sehen. Ich hab einen, ich hab einen! Jawoll! Hammer, mein Lieblingsspiel.